Hallo ihr Lieben, hier ist der Michael von jetztselbstsicher.de. Ich war schon lange nicht mehr live, aber heute habe ich einen tollen Anlass, denn ich habe die Cindy live bei mir. Die Cindy kennen sicherlich einige noch von dem Selbstsicher-Kongress im letzten Herbst. Da war sie nämlich eine meiner Top-Experten und hat über sich selbstständig machen gesprochen. Und jetzt ist sie hier bei mir im Interview, weil wir über ihr großes Freiheitssummit sprechen. Hallo Cindy erstmal, schön, dass du da bist. Hi Michael, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein kann. Ja, und du bist ja jetzt wieder in Deutschland. Du bist nicht mehr wie damals in Australien, in Sydney. Du lebst wieder in deiner Heimat Berlin zusammen mit Dominik. Wie ist denn das gekommen erstmal? Okay, also genau, gute Frage. Aber erstmal würde ich das ganz gerne anders formulieren tatsächlich. Ich würde nicht sagen, dass ich hier wieder lebe. Also ich mag halt auch gar nicht so eine auf final getrimmten Wörter. Wir sind jetzt gerade hier. Okay. Temporär, was jetzt aber vielleicht, das heißt, vielleicht 1 bis 2 Jahre oder so. Und dann mal gucken, wo es uns hin verschlägt wieder. Also wir haben halt so einen internationalen Lifestyle quasi auch mit dem Online-Business gestartet. Und genauso wenig, wie ich damals gesagt habe, ich wandere aus nach Australien, hätte ich jetzt gesagt, ich wandere zurück wieder ein nach Deutschland oder sowas. Okay, aber ihr seid jetzt wieder da Wir sind jetzt und ja hier, ja, in habt, Berlin. weil ich meine, es geht jetzt ja um den großen Freiheitssummit und du hast ja immer gesagt, die große Freiheit für dich war Australien, ist jetzt die große Freiheit für euch, nicht nur dich, sondern für euch beide natürlich, ist die große Freiheit jetzt aktuell gerade Berlin oder woran lag das? Nee, das hat letztendlich, also die Berlin-Wahl, dass wir zurück hierher gekommen sind, hatte rein persönliche Gründe. Auch vor allem, weil wir noch nie, also damals nie so lange gedacht hätten, dass wir 6 Jahre in Australien bleiben. Das war nie so gedacht und wir hatten halt hier allerhand noch Sachen offen, ja, also offene Baustellen, will ich mal sagen, die einfach mal geklärt werden müssten. Unter anderem hatten wir meine Klamotten in 3 verschiedenen Wohnungen platziert oder Kellern oder irgendwas. Das kann ja auf Dauer halt nicht so bleiben. Also von daher mussten wir jetzt endlich zurück irgendwann, um Sachen zu klären. Und was tatsächlich, gute Frage, was tatsächlich jetzt die große Freiheit ist, ja, wenn es damals war, komm, wir gehen nach Australien und gucken mal, was da abgeht und gucken mal, ob wir da quasi einen Weg reinfinden und nicht nur als Tourist oder nicht nur als Backpacker, ist es jetzt eher diesen internationalen Lebensstil, Lifestyle aufzubauen. Und gerade im Zusammenhang mit dem Online-Business, was früher ja gar nicht aktuell war, Ja. also damals, als der Weg nach Australien war, dass wir jetzt sagen, okay, die große Freiheit ist, mehrere internationale Basen zu haben. Meinetwegen eine in Berlin, eine in Sydney, vielleicht eine noch irgendwo anders in Europa, eine in Asien. Und dass man halt sagen kann, okay, ich habe mehrere Basen und kann halt mir aussuchen, wo ich wann bin, wo ich wann arbeite, Ja. bin aber nicht nur immer Tourist oder Reisender, sondern habe da tatsächlich, ne, mein eigenes, was immer, ja, Wohnung, Haus oder ich teile mir das mit anderen internationalen Lifestyle-Leuten oder irgendwie sowas, ne? Das ist jetzt Super. gerade meine Vision der nächsten Stufe der Freiheit. Wollte gerade sagen, da steckt ja schon Echt. eine ganze Menge von Freiheit drin und das ist ja euer großes Ding, das am Montag startet, nämlich das große oder der große Freiheitssummit. Heißt eigentlich das oder der? Ihr habt der geschrieben, ich weiß es gar nicht. Also Ja. der große Freiheitssummit. Ja, da Ja. gibt es ja auch immer Riesenunterschiede zwischen Norden und Süden. Ihr sagt ja auch Ja. die Butter, wir sagen der Butter. Also das ist Ihr sagt der Butter. ja Das habe ich selbstverständlich. zum ersten Mal. Ich Oder? kenne das nur mit die E-Mail und das E-Mail. Ja, gut, da Ihr ist es sagt. wahrscheinlich sowieso fraglich, aber bei uns gibt es tatsächlich etliche Wörter. Also was weiß ich, auch das Teller und nicht der Teller oder der Monat und nicht das Monat. Was? Krass, Ja das habe klar, oder der Pfand und nicht das Pfand. Also es im Süden ist einiges anders. Im Duden steht entweder beides drin oder manchmal nur die norddeutsche Version, weil die Redaktion halt in Frankfurt und in Norddeutschland sitzt und nicht in Süddeutschland. Aber gut, ist ein anderes Thema. Also, der große Freiheitssummit ist euer Ding. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was steckt denn da eigentlich dahinter? Weil einerseits ist es naheliegend, ich meine, ich kenne dich jetzt eine Weile. Trotzdem, das Ding jetzt zu machen, was steckt da dahinter? Das ist eine ganz witzige Story. Also, wie du ja weißt, also wir kennen uns ja jetzt, wie lange kennen wir uns schon? Boah, Anderthalb Jahre bestimmt eher oder so. zwei, ja. Oder, ja. Du weißt ja, ich hatte damals ja das Business letztendlich, Frauen zu helfen, ihr eigenes Online-Business zu gründen. Und es hat sich halt so ein bisschen dann gewandelt, weil Dominik mit ins Boot kam. Ja. Und für Dominik war jetzt das Thema, Frauen zu helfen, ihr eigenes Online-Business aufzumachen, jetzt nicht so interessant, ja.
Und dann haben wir halt geguckt, okay, lass uns mal irgendwie was finden, was auch mehr zu deiner Expertise passt. Und Dominiks Expertise ist IT und Software-Developer und alles sowas. Also lass uns da vielleicht ein bisschen mehr advanced auf der Customer-Life-Journey wandern und den Leuten beibringen, nicht wie sie starten, also nicht in the very first place, sondern wie sie dann, wenn sie das Business schon haben, aber dann feststellen, hupsi, ich habe mir eigentlich ein eigenes Hamsterrad geschaffen, ja, neuen Job und kein eigenes Business, weil sie permanent arbeiten, alles allein machen, keine Prozesse aufgesetzt haben, keine Automatisierung haben, nichts quasi wirklich gemacht haben, ganz viel One-to-One arbeiten, ja. Dass wir gesagt haben, hey, cool, und davon, das ist eine riesen Zielgruppe, ne, dass wir da reingehen und sagen, hey, Leute, habt mehr Freiheit in eurem Business, in eurem Leben, mit Automatisierung, mit Tools und so weiter und so fort, ja. Multipliziert letztendlich eure Expertise, dass ihr mehr skalierbar seid und so weiter und so fort, werdet vom Online, werdet vom Business Operator zum Business Owner, wie Tony Robbins sagt, ja, oder vom Selbstständigen zum Unternehmer halt. Ja, ja. So. Wobei, euer Summit geht ja nicht nur, oder geht's bei eurem Summit nur um Selbstständigkeit, weil ihr habt ja auch sowas wie räumliche Freiheit, zeitliche Correct. Freiheit, emotionale Freiheit, wo ich Correct. Ja auch dabei bin, etc. Genau. Also geht ja nicht nur um selbstständig machen, gell? Richtig, es geht gar nicht um selbstständig machen. Das ist gar nicht das Hauptthema. Ja. Aber um das mal ganz kurz noch zu Ende zu erzählen, ich komme dann auf den Punkt gleich zurück, weil das okay. macht das ein rundes Bild. Auf jeden Fall, als Dominik dann in dem Business auch mehr reingewachsen ist, haben wir uns überlegt, okay, hey, was ist jetzt eigentlich so die Message? Ja, und meine Message war halt immer, hey, arbeite von wo immer du willst, sei örtlich frei, also Themen, die mein Leben begleiten, ne? Unter anderem, deswegen waren wir ja auch in Australien. Dominik hatte aber diese Freiheit nicht als seine oberste Freiheit. Ja. Für ihn war zeitlich wichtig. Zu wissen, dass er sich aussuchen kann, wann er aufstehen kann, dass ihm niemand sagen muss, hey, es ist jetzt Mittagspause und jetzt hast du Hunger zu haben, erste, oder jetzt gehst du nach Hause und oder jetzt fängst du an zu arbeiten oder whatever man für zeitliche Restriktionen hat im normalen Alltag, wenn man im 9-to-5-Job ist. Ja. Was natürlich für mich auch interessant ist, aber jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, wenn ich es mir aussuchen müsste, ja, wenn ich sagen müsste, hey, hätte ich entweder die zeitliche Freiheit, genau das mit dem, hey, ich kann anfangen zu arbeiten, wann ich will, ja. oder die örtliche Freiheit, hey, du kannst arbeiten, wo du willst, meinetwegen heute hier, morgen da, übermorgen Bali, whatever. Am besten ist, wenn beides geht. Richtig, aber wenn ich mich entscheiden müsste, jetzt rein hypothetisch, würde ich das örtliche nehmen mhm. und Dominik das zeitliche. Okay. So, und das, aber das war uns damals gar nicht klar. Was aber geführt hat, diese Diskrepanz von gemeinsamen Werten, hat dazu geführt, dass wir uns natürlich gestritten haben. Nämlich über das Thema, was ist unsere Message nach außen überhaupt? So. Und dann wollten wir halt diesen Summit jetzt planen. Da war auch das Thema, okay, was ist die Message? Wen sprechen wir an? Und gleiche wieder, okay, ich, hey, lass uns Leute ansprechen, arbeite von wo auch immer, sei örtlich frei und so weiter. Und Dominik, nee, ist gar nicht so mein Ding, mehr zeitlich. Und ich so, ah, nee, ist nicht mein Ding. Und du weißt ja selbst, Micha, wenn du wirklich deine Kommunikation aligned mit dir selbst nach außen gehen musst, weil wo du wirklich komplett mit dir in einer Linie bist, muss das stimmen. Da kannst du dich nicht verstellen. Ja. Ne? Und ich habe das halt gemerkt, wenn immer wir so einen kleinen Kompromiss hatten, war ich stuck. Ne? Da war ich nicht mehr im Flow. Und dann habe ich irgendwann gesagt, es geht nicht. Wir müssen eine Lösung finden, wie wir da irgendwie gemeinsam unsere Werte mit einbringen. Und dann haben wir nochmal überlegt und gesucht. Und wir sind ja auch beides Coaches. Wir konnten also quasi uns selbst auch ein bisschen coachen. Wir konnten uns Fragen stellen. Und wir konnten das auch ein bisschen analysieren. Was steckt dahinter? Was ist der Streitpunkt eigentlich jetzt? Weil es geht ja eigentlich um Freiheit. Warum ist da dieses Konfliktpotenzial? Ja, klar. Und dann gab es irgendwann diesen Lightbulb-Moment, ne, wo wir gesagt haben, hey, wenn wir einfach Freiheit anders definieren. Es ist natürlich Freiheit, aber jeder von uns hat eine komplett andere Definition, eine andere Sichtweise darauf. Und dann wird es auch nicht nur uns so gehen, es wird letztendlich auch anderen Leuten so gehen. Und dann haben wir gesagt, anstatt jetzt krampfhaft einen Kompromiss zu finden, packen wir das mit Absicht als zwei verschiedene Freiheiten letztendlich als Message nach draußen und packen noch zwei weitere, die auch wichtig sind, dazu. Nämlich finanzielle Freiheit
und emotionale Ja, Freiheit. genau, Und so ist genau. das entstanden. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, weil es gibt ja genug andere Kongresse oder gab genug andere, wird es auch in Zukunft wahrscheinlich noch geben, die sich zum Beispiel nur um finanzielle Freiheit oder nur um arbeite, wo du willst oder lebe, wo du willst oder ähnliche Dinge kümmern. Und bei euch ist gerade diese Mischung, glaube ich, das Interessante. Genau, die Mischung und auch die Segmentierung, glaube ich, Ja. dass wir wirklich den Leuten sagen, hey, Freiheit ist gerade in aller Munde, aber trotzdem sehr subtil. Ja, was heißt das eigentlich? Und dass wir sagen, hey, also wir glauben, dass jeder letztendlich eine Motivation hat von Freiheit, die einen richtig so Gas geben lässt und in den Kick gibt, was zu Ja. ändern. Ob das jetzt fürs eigene Business ist oder im eigenen Business oder privat, wurscht an der Stelle, ne? Klar. Aber wir glauben, dass es eine bestimmte Freiheit, Motivation gibt, die wirklich die Veränderung in dir auch anstößt. Das Spannende ist ja sowieso, wenn du schaust, was Freiheit, ich meine, der Begriff Freiheit wird ja überall verwendet, er ist auch immer grundsätzlich positiv besetzt und trotzdem wird er extrem unterschiedlich gesehen. Ich meine, schau dir nur einfach mal, wie sieht Amerika Freiheit, wie sieht Deutschland oder wie sehen die Amerikaner, wie sehen die Deutschen Freiheit, da ist ein Riesenunterschied Ja. von den Werten her, also was so dahinter steckt, was den Leuten daran jeweils wichtig ist. Ja. Und so ist es natürlich bei jedem Einzelnen auch. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, was du gerade beschrieben hast. Und dann nicht nur, wie definiert man Freiheit, sondern eben, was ist einem daran wichtig? Also wir haben ja zum Beispiel gerade auch dieses große Thema im Internet von wegen Meinungsfreiheit, weil ja da jetzt gerade so ein paar Paragraphen diskutiert werden in der EU, die womöglich dazu führen, dass du im Internet fast nichts mehr darfst. Also Genau, sprich, das Internet ist tot, dann vielleicht. bitte? Vielleicht ist das Internet danach auch tot. Ja, Ich hoffe es nicht, ja, weil nee, das aber Internet, was da abgeht, ist das, unfassbar. also wenn sie es durchsetzen, dann wird es tatsächlich das Internet massiv einschränken. Ich glaube allerdings nicht, dass es so weit kommt, aber Sollte man das nicht. sind halt so Geschichten, wo man ganz schnell an Freiheitsgrenzen kommt. Was ist Freiheit und wie weit darf auch Freiheit gehen? Führt es natürlich Korrekt. an der Stelle hier zu weit, weil das ist ein Thema, da kann man, glaube ich, monatelang drüber Oh ja, diskutieren. aber weißt, das Schöne ist, Micha, aber lass uns mal ganz kurz das an dir vorführen. Liebe Leute, das ist nicht jetzt geplant. Das mache ich mal super spontan, Michael. Ganz kurz noch. Ich frage dich einfach mal, Michael, was heißt für dich Freiheit? Und ich lass einfach mal deine Worte klingen. Und ich weiß ja, was bei dir ist. Wir hatten ja das Gespräch darüber. Aber achtet mal jetzt ganz, ganz doll auf Michaels Wortwahl und ihr werdet erkennen, was für ihn Freiheit ist gegenüber meiner Definition, die ich meinetwegen auch gerne im Anschluss noch geben kann, oder auch anderer Leute Definitionen. Ja. Okay, schieß mal los, nur ein, zwei, drei Sätze oder so. Also für mich ist Freiheit auf jeden Fall eine ganz wichtige Geschichte, dass ich selbstbestimmt meine Sachen machen kann. Ich bin jemand, der sich nicht gerne in Teams einordnet. Für mich ist Freiheit immer schon gewesen, auch eben tatsächlich selbstständig zu sein. Ich bin ja schon seit 30 Jahren selbstständig. Für mich ist Freiheit aber auch Meinungsfreiheit, bildnerische, künstlerische Freiheit, weil ich ja auch Künstler bin. Und da auch dieses Thema, dass es eben nicht eingeschränkt wird, wobei für mich auch Freiheit Grenzen hat, immer dann, wenn es nämlich anderer Menschen Freiheit beeinträchtigt. So, das war jetzt so in der Kürze, weil ich könnte da stundenlang drüber reden. Aber ich glaube, das glaube ich dir. Aber gerade so der Punkt, du willst dich nicht ins Team einordnen, du willst dein eigenes Ding machen, du willst nicht gesagt bekommen, was du zu tun Ja. hast, das geht halt ganz, ganz, ganz stark in diese emotionale Selbstbestimmung war auch ein Wort, was du genutzt hast, Ja, ne? ja. Und daran merkt man halt auch, das ist deine Freiheit und, ne? Diese vier Kategorien, wenn du es so nennen willst, überhaupt Kategorien, ist ja letztendlich auch jetzt nur ausgedacht von uns. Ja, Ja, wir klar. wollten einfach nur das nur systematisieren, Klar. damit man ein bisschen segmentierter und mehr auf den Punkt bringen kann. Und der Hintergrund in der ganzen Geschichte ist, weil wir halt glauben, jeder hat eine von diesen vier Hauptkategorien, dass wir zusammenpacken, quasi in like-minded, ne, gleichgesinnte Leute, Ja. Gruppen. Und wo dann alle sich zusammenfinden können, alle wissen, wo geht's lang, ja, wo geht der Hase lang, oder wie geht der Sprichwort? Ja. Wo Aber genau, apropos Hase, welche Hasen? Also sprich, welche Experten habt ihr denn eigentlich in eurem Portfolio? Weil ihr habt ja wahnsinnig viele. Also ich glaube, ihr habt 50 Leute oder so, gell? Ich wurde gerade gelacht im Hintergrund. Weil ich das Sprichwort da nicht merken kann. Das war wieder so ein kleines Beispiel. Wo der Hase lang läuft, heißt richtig. Genau. Ja, wir haben also mit Dominik und mir zusammen 45.
45, Echt? okay, ich hatte auf der Website sogar mehr gezählt, ja. Echt? Ja. Also ohne euch beide bin ich mit den, gut, ich habe jetzt nicht geschaut, ob Doppelte dabei sind, aber die Fotos von den Experten waren 49 schon. Ja? Okay, also eigentlich haben wir, ich denke, 45, aber Okay. du ganz ehrlich, wir sind, du kennst das selbst, du hast selbst einen Kongress gemacht, das ist so viel Arbeit und wir sind jetzt wirklich, also am Montag geht es ja los. Ja. Unsere Köpfe sind so voll. Es kann durchaus sein, dass wir uns da verzählt haben, aber ich glaube, es sind 43 plus uns, also 45. Ja, Aber Interviews, aber ihr habt ja in manchen Interviews mehrere Leute drin. Ich habe die Interviews, stimmt, Interviews, aber manche sind auch Experten als jetzt Paare. gezählt. Das stimmt, da hast du recht. Genau. Ja. Ja, was ist da so? Ich meine, klar, jeder Experte ist toll, sonst hättet ihr ihn nicht eingeladen, aber was sind so denn die Highlights? Wo sagst du, sind die Interviews besonders spannend gewesen? Ah. Oder wo ist vielleicht die größte Erkenntnis rausgekommen? Oder also für euch persönlich jetzt. Ihr habt ja die Interviews halb-halb geführt. Ein paar hast du geführt, ein paar hat der Dominik geführt. Genau, Dominik Dominik hat hat mich mich geführt. interviewt. Genau. Ich würde das jetzt gar nicht unbedingt jetzt in super krasse Highlights klassifizieren. Alle unsere Speaker waren absolut Bombe und wir sind so happy, dass wir so tolle Speaker dabei haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben echt die Besten der Besten. Wir haben Hammer, warte mal. Ja, mir wird hier gerade was gezeigt. Ja, Dominik, Dominik, jetzt ist Cindy dran und nicht du. Wir hatten, wie gesagt, alle und was das Besondere ist, denke ich, dass wir Speaker eingeladen haben, logischerweise, dass sie was erzählen aus dem Nähkästchen und über ihre Expertise, ihre Hebel, die man einsetzen kann, um, ne, weiterzukommen, ganz klar, um zu wachsen. Aber wir haben sie gefragt, hey, was ist deine Message eigentlich? Ne? Also nicht, hey, was ist dein Produkt oder dein Business? Ja, logischerweise ist das Thema. Aber wir haben das darauf bezogen, hey, was ist deine Message nach außen? Okay, du hast das Produkt, aber es kann ja letztendlich eine ganz andere Message sein. Ich finde das ganz interessant zum Thema Sales Funnel. Und Sales Funnel ist ja bei uns zum Beispiel auch ein Produkt, was wir haben. Du kannst zum Beispiel Sales Funnel in diesen vier Kategorien komplett anders vermarkten, anders kommunizieren. Zum Geld machen, zum mehr Zeit haben, zum örtlich arbeiten oder emotionale Freiheit, wenn du dich nicht, also wenn du nicht direkt verkaufen willst, dass du das halt über einen automatisierten Prozess laufen lassen willst, kannst. Ja. Und genau das ist der Knackpunkt, dass wir sagen, hey, wir haben so viele coole Hebel, Strategien, Taktiken, whatever, die du alle irgendwie einsetzen kannst, entweder im Business oder an der Seite oder auch als Angestellter, wenn du nebenbei was aufhören willst oder auch Mindset, Selbstsicherheit, dein Thema. Es sind alles Sachen, die immer irgendwie gebraucht werden können, ja. Ja. Aber mit dem Hintergrund, hey, du Experte, warum machst du das? Warum, was ist deine Motivation dahinter? Und was, wie kommunizierst du das auch an die Leute nach draußen? Und erreichst deswegen auch die richtigen Leute, die du erreichen willst. Und Ja. was wir damit machen wollten, halt, wie gesagt, dass wir Leute, also die Experten und die Teilnehmer nachher auch, in die Gruppen letztendlich, in die Like-Minded-Gruppen letztendlich stecken können. Und da weiß jeder, hier ticken alle so wie ich muss nichts erklären, hier bin ich zu Hause. Super. Also ich denke, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Am Montag startet ihr. Der Link ist ja hier unten drunter unterm Video. Da kann man sich anmelden. Genau. Und aber jetzt noch eine andere Geschichte, weil du hast mich ja auch noch eingeladen für einen Live-Talk. Korrekt. Da habt ihr, glaube ich, mehrere eingebaut. Erzähl doch da mal kurz was drüber, was da geplant Genau. ist. Wir haben alle Speaker jeweils in den Kategorien haben wir eingeladen zu einem Live-Talk. Emotional, Michael, wann ist es? Ich habe es nicht im Kopf, welches Datum das ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, war es am 3. vormittags um 10. Genau, wir haben am 3. zwei Termine jeweils. Also die Experten haben wir gesagt, können sich aussuchen, was am besten passt. Wir gehen zu beiden Zeiten live und haben ein Live-Panel, wo wir einfach nochmal das moderieren und sagen, hey, liebe Experten für emotionale Freiheit, was versteht ihr darüber? Warum ist das für euch wichtig? Warum ist das, wie hat es im Leben eine Rolle gespielt schon? Was könnt ihr rausgeben als Hinweise, als Insights, was auch immer. Ja, also einfach so eine Live-Runde unter Experten mit der gleichen Expertise. Super, Genau. da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Und für alle Berliner, ja, alle Berliner am Start, wir machen sogar am letzten Wochenende einen hier offline, also ein echt vor Ort Event.
als Abschlussevent für den Summit. Wann ist das? Es steht noch nichts wirklich fest. Also weder Ort noch genaues Datum noch genaue Uhrzeit. Das machen wir in den nächsten Tagen aber fertig. Von daher, liebe Leute, wenn ihr das jetzt hört und in Berlin seid, schreibt das mal hier unten ins Kommentar und dann werde ich euch noch vertaggen, weil ich mache auch ein Event auf dazu. Wenn du sagst, letztes Wochenende, weißt du aber schon, welches Wochenende das ist. 7.8. 7.8. 7. oder 8. 7.8. Juli, okay, genau. Weil starten tut es jetzt am 25., das ist der Montag. Genau. Wie viel Uhr fangt ihr an? Wann wird das erste ausgestrahlt? Um 8 oder um 7? 7 oder 8? Weiß ich nicht. Weiß nicht, okay. Gut, aber wer sich jetzt anmeldet, der kriegt ja dann die Mail und der kann sich dann rechtzeitig einloggen. Und die Interviews sind immer für 24 Stunden live. Man muss ja nicht genau zu der Uhrzeit dabei sein. Von daher, wenn da jemand später dabei ist oder sowas, kann er sich's auch noch anschauen. Genau. Ja, super. Und noch eine Sache, ganz wichtig. Und zwar, für alle, die jetzt zuhören und mit Michael und den anderen tollen Experten auf diesem Summit noch sprechen möchte als Nachwuchsspeaker, haben wir letztendlich einen Contest, also ein Gewinnspiel angestoßen, dass ihr, wenn ihr in unserer Gruppe ganz kurz live kommt, weil logisch, wenn ihr Speaker sein wollt, ne, könnt ihr auch kurz live kommen und sagen, hey, was heißt Freiheit für mich? Ja, meinetwegen im Beispiel, was wir gerade gemacht haben und Michael, wie ich es vorher erzählt habe, was heißt das für euch, was bedeutet es für euch? Vielleicht könnt ihr sogar schon sagen, ob das zeitlich, örtlich, finanziell, emotional ist. Und wer letztendlich auch die meisten Anmeldungen und die meisten Support-Leute hinter einem zu stehen hat, der gewinnt einen Speaker-Platz bei uns, einen Nachwuchs-Speaker-Platz. Wow. Den Link würde ich auch nochmal gerne unter das Video stellen. Ja, kannst du gerne machen. Ist ja irre, was ihr euch da alles einfallen lassen habt, weil ich meine, ich kenne ja einige Online-Kongresse, ich war selber schon bei einigen als Speaker dabei, ich habe einige mir angeschaut oder habe mit den Leuten Kontakt, die was veranstaltet haben. Ich meine, nicht immer passe ich rein. Ich zum Beispiel bei einem Ernährungskongress, da kann ich nichts dazu sagen. Ja. Obwohl, habe ich auch schon mal. Ich habe schon mal ein Interview gemacht, gerade dieses Thema, das viele betrifft, wenn sie zu dick sind, was hat das mit dem Selbstwert zu tun oder ähnliches? Oder auch zu dürr, ja? Was hat das mit dem Selbstwert zu tun oder ähnliches? Aber ansonsten, ich bin jetzt kein Ernährungsexperte, da kann ich nicht mitsprechen. Aber trotzdem habe ich mir selber zum Beispiel sowas schon angeschaut. Ja. Und die meisten haben einfach nur ein paar Interviews. Also ihr macht da richtig was drumherum, finde ich klasse. Wir machen richtig Action, wir bringen das ganze Online-Kongress-Thema auf den Neuen. Und ich glaube auch, dass ihr eben nicht nur, weil du sprichst, jetzt hast ja gerade wieder von Sales-Funnel gesprochen, ich glaube, dass viele Interviews eben nicht nur für Selbstständige interessant sind, sondern wirklich auch für Leute, die angestellt sind, die, was weiß ich, die gar nicht arbeiten oder sonst irgendwas. Also deswegen kann ich hier jedem nur empfehlen, schaut euch diesen Kongress an. Klar wird es das ein oder andere Interview dann geben, das für Nicht-Selbstständige nicht interessant ist, weil es zu sehr ums Business geht, aber viele Sachen sind da definitiv interessant. Absolut. Und ich glaube gerade auch die emotionalen, ich bin schon mal gespannt, ich kenne die anderen Speaker nicht, die ihr in der Kategorie emotional habt, was da sonst noch so kommt, weil ich bin ja immer noch der Meinung, es gibt im Prinzip zwei Grenzen, die Freiheit einschränken. Oder drei große. Die eine ist, die wir Gott sei Dank bei uns ja nicht haben, wenn so eine staatliche Macht, ich sage jetzt mal, wenn du in Nordkorea lebst, dann hast du ganz große Einschränkungen der Freiheit automatisch. Und die noch in der DDR aufgewachsen sind, kennen das auch hier aus der Gegend. Die zweite ist sicherlich für viele auch das finanzielle Thema. Aber ich glaube, die wichtigste ist wirklich die, wenn man sich selbst im Weg steht. Also sprich, wenn man sich selbst die Dinge nicht traut zu tun, oder sich selbst einfach blockiert. Und das ist ja mein Thema, weil ich sage ja immer, Selbstsicherheit gibt dir die Freiheit, jederzeit das zu tun, was dich erfolgreich und glücklich macht. Aber eben auch, was dich frei macht. Eben die Freiheit, ja. Und das ist genau der Punkt, warum ich mich auch da sehr wohl gefühlt habe in dieser illustren Riege der Top 49 oder mit euch beiden zusammen sogar 51 Speaker, falls ich mich nicht verzählt habe. Gut, also Cindy, hast du noch ein abschließendes Wort oder irgendwas, was du zum Abschluss noch loswerden möchtest? Ich freue mich riesig, euch da zu sehen auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn ihr zu Michaels Talk kommt. Das war mal wieder super, super cool. Wie gesagt, mit Michael hatten wir schon so viele Gespräche auch. Und wie gesagt, ich war bei ihm ja auch auf dem Kongress. Es war super, super tolle Insights und Sachen, die er uns erzählt hat. Also Dominik erzählt, ich habe es ja nur gesehen im Nachhinein. Ja. Und ich freue mich, euch dort zu sehen. Ich freue euch, in der Gruppe euch zu sehen, dass wir auch darüber diskutieren und euch Fragen beantwortet werden. Auch im Live-Panel, wo andere Speaker auch zum Thema emotionale Freiheit erzählen. Und das wird nochmal eine echt richtig coole, interessante Runde. Ne, weil wenn ich dann auch so eine Frage stelle, hey, was genau heißt emotional frei?
was erzählen diese Leute letztendlich ihre Definition? Das finde ich super genial. Ja, also Hammer. Super, super. Ja, mein Interview ist, weiß jetzt keiner, 6. oder 7. Juli dran, aber ja, wer sich anmeldet, kriegt ja auch sowieso den Spielplan, dann seht das auch. Also von daher, das Ganze ist natürlich kostenlos, wie alle Online-Kongresse oder alle, die ich zumindest kenne. Und ja, ich wünsche euch beiden, Cindy und Dominik, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Ganz, ganz viele Anmeldungen, ganz, ganz viele Leute, die begeistert zuschauen und zuhören. Und ja, ich bin auch selber gespannt auf die Speaker, die ich nicht kenne. Ich kenne natürlich viele auch nicht. Und ja, ansonsten bleibt mir noch zu wünschen übrig. Danke an dich und viele, viele liebe Grüße nach Berlin. Danke, Michael. Mach's gut. Danke fürs Zusehen, liebe Leute. Bis denn. Bis demnächst wieder. Tschüss. Tschüss.